Guten Morgen, liebe Kinder. Einen Forschertag beginne ich am liebsten mit einem leckeren Glas Milch. Denn Milch macht müde Professoren munter. Igitt, die Milch ist ja total sauer. Professor Brutto, ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Die Milch war sauer. Gut, dass ich gerade neue gekauft habe. Einmal frische Milch vom Bauern und einmal Milch aus dem Supermarkt. Haha, Frau Möttke, da kommt mir eine Idee. Wie wär's mit einem kleinen Milchtest? Schauen wir doch mal, ob Sie den Unterschied zwischen frischer Milch vom Bauern und der Milch aus dem Supermarkt mit verbundenen Augen schmecken können. Aber natürlich kann ich den Unterschied zwischen frischer Milch und der Milch aus dem Supermarkt schmecken. Legen wir los. Und? Schmecken Sie einen Unterschied? Köstlich. Das hier ist die frische Milch vom Bauern. Eindeutig. Kein Zweifel. Hab ich doch gewusst. Ja, richtig. Sie sind ja wirklich eine echte Expertin, Frau Möttke. Aber kennen Sie denn einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen frischer Milch vom Bauern und der Milch aus dem Supermarkt, abgesehen von dem Geschmack? Eigentlich nicht. Die Milch aus dem Supermarkt ist pasteurisiert. Was? Pasteurisiert. Haha, das ist Chemie. Pasteurisierung ist ein Verfahren, um Milch länger haltbar zu machen. Dieses Verfahren wurde von dem französischen Chemiker Louis Pasteur bereits im Jahre 1864 entwickelt. Wenn die Milch frisch aus dem Euter der Kuh kommt, ist sie zunächst fast frei von Bakterien. Denn die Milch ist schließlich die Nahrung für junge Kälbchen. Doch schon beim Melken gelangen eine Menge Keime, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien, von der Haut des Euters und dem Melkzeug in die Milch. Bakterien sind winzige, kugel-, schrauben- oder stäbchenförmige Mikroorganismen und können sich in der Milch unkontrolliert vermehren. Milchsäurebakterien machen aus dem Milchzucker Milchsäure. Sobald eine bestimmte Anzahl an Milchsäurebakterien überschritten ist, kippt die Milch. Durch die erhöhte Menge an Milchsäure schmeckt dann die Milch sauer. Bakterien sind jedoch hitzeempfindlich und lassen sich durch starkes Erhitzen abtöten. Dabei wird die Milch für ca. 15 Sekunden auf eine Temperatur von 71 Grad Celsius erhitzt. So wird die Milchsäureentstehung verhindert. Zwar werden nicht alle Bakterien während der Pasteurisierung zerstört, jedoch wird die Anzahl reduziert und die Milch so länger haltbar. Da aber nicht alle Bakterien zerstört werden können, muss Milch kühl gehalten werden. Übrigens werden durch den Vorgang der Pasteurisierung auch viele andere Lebensmittel, Fruchtsäfte, Marmeladen oder Wein länger haltbar gemacht. Frische Milch vom Bauern ist unbehandelt und naturbelassen und sollte daher am besten schnell getrunken werden. Also Kinder, macht den Test doch einmal mit euren Eltern oder Geschwistern nach. Oder probiert den Unterschied selbst. Tschüss und viel Spaß, euer Professor Proto.